Bundespräsident Joachim Gauck ist leider nicht gekommen. Aber doch, deswegen haben wir jetzt Ersatz. Ich denke, einen wunderbaren Ersatz. Wir haben einen Parodisten und einen Komödianten. Er wird uns auf jeden Fall sehr amüsieren, denke ich. Und ist ein wunderbarer Ersatz für Joachim Gauck, Rainer Grönert. Ja, herzlich willkommen. Das freut mich sehr, liebe Friedensfreunde, dass Sie heute hier sind. Und auch ich bin für den Frieden. Aber wenn wir in der Welt Verantwortung übernehmen wollen, dann ist das kein Kindergeburtstag. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Kindergeburtstage besucht. Ich habe Geschenke gekauft, ich habe Geschenke eingepackt. Als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich auch Geschenke ausgepackt. Ich war hautnah dabei, als es darum ging, das Topfschlagen zu organisieren und Geburtstagstorten auf angemessene Zutaten zu überprüfen. Ich weiß, was so ein Kindergeburtstag bedeutet. Aber bei der Frage um Krieg oder Frieden, da geht es natürlich um Deutschland und um unsere Rolle in der Welt. Sie sollten nicht annehmen, dass es dazugeht wie auf einem Ponyhof. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Ponyhöfe besucht. Auch international agierende. Sie dürfen nicht glauben, dass Ponyhöfe ohne Aufsicht funktionieren würden. Oder ohne Getränkestände und den Verkauf von kleinen Snacks. Die Tiere müssen versorgt werden. Das Personal muss überwacht, notfalls auch abgehört werden. Ich weiß, was es bedeutet, so einen Ponyhof zu betreiben. Das können Sie mir ruhig glauben. Und Sie können mir auch glauben, dass ich für den Frieden bin, aber ich bin ja auch gegen den Krieg. Und da muss man manchmal Maßnahmen ergreifen, die unpopulär erscheinen. Das Leben ist schließlich kein Picknick. Ich habe in meinem Leben schon an sehr vielen Picknicks teilgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es dort rauer zugeht, als Sie vielleicht denken. Ich habe Kämpfe um die besten Picknickplätze erlebt. Ich habe gesehen, wie Sozialtouristen mit ihren Körben ungehemmt auf Grillplätze und Wiesen vorgedrungen sind. Man muss das eingrenzen, wenn es einem ernst ist um die deutsche Picknickkultur. Wir können uns nicht einfach an den Rand stellen und zusehen, wie unsere Picknickfachkräfte von zugewanderten Picknickern verdrängt werden. Ich meine, es geht um Regeln und darum, um diese Regeln einzuhalten. Regeln aufzustellen und dafür zu sorgen, dass diese Regeln auch durchgesetzt werden. National und international. Das Leben ist schließlich kein Wunschkonzert. Ich habe in meinem Leben schon früh erfahren müssen, was es bedeutet, an so einem Wunschkonzert teilzunehmen. Da wird mit allen Mitteln gearbeitet. Da werden Moderatoren bestochen oder erpresst. Da werden Telefonleitungen manipuliert und Zuschauer massakriert. So ein Wunschkonzert ist Krieg. Ich bin gegen Krieg. Aber wer seinen Glauben an das Gute beim Wunschkonzert nicht verlieren will, der sollte zumindest wissen, dass so ein Wunschkonzert straff organisiert werden muss. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen den Blick auf unsere Verantwortung richten. Wir müssen begreifen, dass wir in der Welt eine führende Rolle spielen.
Entschuldigen Sie bitte, aber eben ist mein Herz mit mir durchgegangen. Ich meine natürlich, wir müssen begreifen, dass andere Länder uns brauchen. Unsere Werte, unsere Freiheit, unsere Art und Weise, Fußball zu spielen. Und die deutsche Ästhetik in Fragen der Form und Gestalt, die wir mit friedlichen Aktivitäten in Kriegsgebieten einnehmen. Das Leben ist schließlich kein Zuckerschlecken. Doch es erfüllt mich mehr und mehr mit Wohlwollen und Zuversicht, beobachten zu können, wie die segensreiche Saat meines historischen Wirkens nun endlich spät, aber nicht zu spät, aufzugehen beginnt. Wohin ich meinen Blick auch schweifen lasse, ob in Deutschland, ob in Europa oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen wir einen wunderbaren Pakt geschlossen haben, keimt er und treibt Sprosse um Sprosse. Der Same, der da heißt Aufrüstung und Mobilmachung gegen den ewigen Bolschewiken. Der es gewagt hat, auf der Krim an den unverbrüchlichen Prinzipien des paneuropäischen Teutonentums zu rütteln. Mit besonderer Freude blicke ich dabei auch in Richtung meiner alten Verbündeten in der Westukraine und erblicke dort ein blond bezopftes Mustermädel namens Julia Timoschenko. Hätte ich in den glorreichen Zeiten meiner Führerschaft statt einer unnützen Eva Braun eine Julia Timoschenko an meiner Seite gehabt, wir hätten gemeinsam dem Ivan den Garaus gemacht. Und kein noch so frostiger General Winter hätte uns davon abhalten können. Aber auch in meinem geliebten Deutschland durfte ich inzwischen eine wehrbereite weibliche Lichtgestalt erspähen. Ursula von der Leyen. Das fleischgewordene Mutterkreuz. Jetzt ist mein Herz ja doch noch mal mit mir durchgegangen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin nun mal der Präsident der Herzen. Alles Weitere auf Weltnetz TV. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.